Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, hier vom Arsch. Ja, die Ernte geht weiter hier auf Felsen. Ach, mit dabei ist noch was hier hinterher. Hallo. Ja, die Ernte geht weiter auf Feld 77. Letzten Zügen, guck ich mal. Und du machst ja noch Silage-Mission, ne? Yay, ja. Und zwei Traktoren fahren noch und die düngen. Gibt's doch gar nicht, wie stellt er sich genau im Weg? Dann muss ich ein bisschen improvisieren. Fahren den Burschen. Wieso sich in KI genau vorm Drescher hinstellt? Das muss ich nicht verstehen. Ich auch nicht. Ach, eine andere Arbeitsbreite. Das ist eine andere Arbeitsbreite. Waren hier 18 Meter eingestellt gewesen. Tja. Ach, mir ist warm. Ist warm? Ja. Mir ist sehr warm. Brauchst du einen Deckenventilator? Ja, genau. Schön wär. Das ist schlecht festgemacht an der Decke. Da muss die Unterkonstruktion ergänzen, damit du überhaupt festschrauben kannst. Ja. Und dann muss noch eine Stromleitung hingelegt werden. Und das ist das nächste Problem. Bei der Lampe wäre Strom vorhanden. Könnte man verbinden, aber wie gesagt, festschrauben ist schwierig. Weil du triffst den Balken, dann geht's. Ja. Das wäre nämlich scheiße in der Stufe 3. Anführungszeichen, scheiße, Anführungszeichen, ne? Mhm. Also Stufe 3 plötzlich hat dich löst und dann in die Ohren fliegt. Das wäre schlecht. Für die Ohren. Und bin ich ja gespannt, wo er mir einparkt. Wieder vor meiner Nase. Jetzt kriege ich ein Maschinengewehr. Oder darf ich ihm einen Sitz ein paar Stromschläge geben? Auf der verkehrten Seite der Bursche.
Gibt es auch intelligente Abfahrer? Hey, guter Witz. Weil ich gerade so sehe, er parkt am verkehrten Ende. Also erstmal an der Frucht. Na gut, das kann passieren. Ist bei den Helfern so. Und fährt er vorm Drescher rum und will dann wieder einparken. Ich dachte schon, jetzt rammelt er den Steinbild weg. Ja. Interessant. Wie hat so funktioniert? Trotz alledem kann man zufrieden sein. Wir sind ja versuchen, den Rest mitzunehmen. Das wird mir fehlen. Morgen habe ich Waschtag nebenbei noch. Oh Gott. Viel Spaß. Mach ich die Waschmaschine. Nur aufhängen muss ich das. Ja. Die großen Sachen gehen ja, aber die kleinen Sachen. Wie Socken zum Beispiel. Oh. Ja. Das dauert so lange. Das hält so auf. Ja. Keine Einwegsocken für 5 Cent oder sowas. Schön wär's, ne? Dann wäre nämlich mit Waschen her teurer, als wenn du tauschen würdest. Mhm. Nur theoretisch. Jetzt parkt er richtig ein. Freien Bereich. Noch keine Mission, keinen Mod drauf genommen mit dem Stroh ernten können. Tja. Beim Mod Hub ist er ganz zum Schluss da. Da kannst du ihn finden. Der andere hat auch wieder ein Update gebracht hier für Ballen sammeln. Aber lass mal den jetzt so drauf, wie er ist. Ja. Ach, die anderen beiden sind fertig. So. Gut, dann mit dem Cosplay und ich gehe rüber Düngerfahrzeuge in Haus schicken. War Einkauf Bahnhof. Gleich wieder die Reste. Und auffüllen. So, Kurs löschen. Brauchen wir nicht mehr. Und Einkauf. Bahnhof. Und Action. Und kassieren. So. Düngen. So, das sind drei Erntemissionen da, 69.
73. 76. Oder das irgendwas da. Was ist das für eine Frucht? Mhm, Gesundheit. Danke. Entschuldigung. Ich glaube, das sind, glaube ich, Kohl. 76, muss man hinter entspringen. Das wird nicht funktionieren. Sind Kartoffeln. Nein. Das Geld sieht viel aus, aber das dauert ewig. Bei der Arbeitsbreite. Nein. Nein. Das werden wir nicht tun. Die Gruppe ist auch fast fertig. Und nur fast. Hast du die kleinen Felder gemacht, die 40? Ja. Hast du die großen nicht gemacht, die 45? Nee. Wo ist der Rapsfahrer überhaupt? Wir suchen. Noch nicht voll. Wir haben 6000 Liter Diesel. Joa. Und 3600 Schweinefutter. Und dann? Wir müssen Schweine anschaffen. Länger Sicht schon. Kostet so ein Stall? 270.000? Na, wir können auch eh noch keinen kaufen, aber nur um die zu wissen. So ungefähr. Ich guck mal rein. So hier, Schweine. Da gibt es ja nur zwei, drei Ställe. 164.000 kostet der große. Oh. 270 Tiere. So was blöd. Wollen wir ein bisschen Land kaufen noch? Die Größe ist auch überschaubar. Aber ein bisschen ab, bis der Futter da ist. Mhm. Und Geld müssen wir eh haben. Weil die Fläche, die mir davor schwebt, das wäre idealerweise. Da unten bei 60, 61, 63. Hattest du mal gesagt. Also die Brauerei bringt die auch noch Schweinefutter? Nee, ne? Aber die Malzfabrik, ne? Weiß ich nicht. Muss ich nachgucken. Malzfabrik hat früher mal gebracht. Schweinefutter. Aber hier ist neben der 73 und Fläche frei. Teuer wäre die 241. Naja, muss ja heute nicht sein. Ich würde ein bisschen warten, bis das das Geld da ist. Also Brauerei bringt auch Schweinefutter, ja. Und Malzfabrik auch, ja. Ja, dann wären Schweine auf jeden Fall sinnvoll, ne? Auf Dauer, ja, irgendwann, ja. Ich wollte nicht von Schaden. Dünge auffüllen. Es hat auch ein bisschen geändert gehabt, der Platz da ist.
Also die Brauerei, den Platz kenne ich ja. Die Malzfabrik weiß ich jetzt nicht genau. Bist ja in der Nähe sein normalerweise, ne? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, vom Logischen her, wenn jetzt theoretisch, du musst ja Getreide hinbringen zur Malzfabrik und Wasser und dann musst du den Malz ja im Prinzip zur Brauerei bringen. Und da wäre ja lange Wege ja Unsinn, ne? Ja. Du musst eh immer mal Geld sparen. Also ich würde erstmal die Molkerei in Angriff nehmen, damit die Milch gut verarbeiten kann. Dann kannst du mehr verkaufen. Dann kannst du auch unsere Papier und Karton verarbeiten. Ja. Nur so groben Gedanken. Molkerei. 1 Million. Ja, haben wir doch fast geschafft. Ja. Hatten wir auch schon mehrmals. Naja, mit jeder Produktion verdienst du mehr Geld. Wie viel kostet das Land dafür? Ah, 52.000 Euro. Gott sei Dank. Wir sind fertig. Oh, ja. So schon, also soll es auch schon vorher gewesen sein. Dann sagen wir mal tschüss, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter, hier vom Arsch. Tschüss. Tschüss.